Oh, diesmal eine Frau mit Gitarre. Die sieht ein bisschen aus wie Taylor Swift. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life so has just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Oh, baby, can't do this to me, baby. Just getting it out, just getting it right out of here. Da ist schon viel drin, ne? Really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Gefreut gerade, als Nico sich umgedreht hat. Ja, ich hätte niemals mit dem Vierer-Buzzer gerechnet. Ach, ich dachte, das läge an Nico. Nein, das nee. Ist ein Vierer-Buzzer. Weißt du hast gedrückt, sie so... Nee. Sorry, oh, shit. Herzlich willkommen, wer bist du? Wie heißt du? Hi, mein Name ist Kathi, ich bin 26 und ich komme aus der Nähe von Würzburg. Du hast ja wahnsinnig viele Nuancen gehabt von Adele in deiner Stimme, wie du die Worte formst und verziehst. Und auch gerade bei diesen letzten Runs und Endungen habe ich das Gefühl gehabt, du weißt auf jeden Fall genau, was du da tust. Also du bist dir super sicher, in welcher Range du dich bewegen kannst und hast das alles schön ausgespielt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Du erzählst das jetzt gerade so und ich denke mir so, keine Ahnung. Ich singe halt einfach. Okay. Umso besser. Umso besser eigentlich. Vielen, vielen krass. Dank. Ja, aber es ist krass, ne? Ich fand es geil, dass du einfach ein... so einen Queen-Song genommen hast, der ja eigentlich ganz, ganz anders klingt. Ja. Und da so eine. Galileo. Und da deine komplett eigene Version gemacht hast. Das finde ich erstmal total geil musikalisch und sehr, sehr besonders. Du bist eine richtige, eine echte Musikerin. Du machst wahrscheinlich auch ausschließlich Musik, zumindest klingt das so. Ehrlich gesagt, wenn ich so alle meine Auftritte zusammenzähle, sind es so zwischen 10 und 20. Oh, das habe ich deswegen, also es ist eher immer so nebenbei gewesen und es macht mir einfach mega viel Spaß. Und es ist auch das erste Mal mit der Gitarre und die haben mich halt hier gefragt, magst du mit der Gitarre spielen? Und ich war so, ja, why not? So, fake it till you make it und dann... Jawohl. Du bist mir echt sympathisch, wirklich. Du bist, danke. Was machst du, wenn du sonst nicht die Gitarre so nimmst? Und was machst du beruflich? Ich arbeite im Online-Marketing und war letztes Jahr hauptsächlich Fuerteventura in Südfrankreich. Und das ist auch so eher so mein Ding, remote arbeiten, Laptop auf, weil du bist neben der Musik. Also ich surfe halt auch ganz gerne und das ist auch so mein Lifestyle. Deswegen... Unglaublich. Richtige liebe Frau. Das ist schön, den Diem-Karten die ganze Zeit. Why not? Why not? Like, why not?
Ja, hast du denn überhaupt Bock auf die Battles? Ja, safe. Nice. Ja, mega. Also dafür bleibe ich auch gerne noch eine Weile in Deutschland. Kein Problem. Hast du denn irgendwie einen Gameplan jetzt? Und hast du gedacht, ja komm, Sarah Connor gehe ich safe hin oder so? Oder Gitarre, Johannes Oerding gehe ich dahin? Oder englische Lieder, Nico Santos oder Mark Forster, why not? Mäßig, ne? Kannst du dich entscheiden schon? Nee, aber ich muss jetzt, oder? Ja, du musst. Why not, Mark Forster? Okay, also ich hatte doch vorher so ein bisschen so eine Tendenz. Da war ich vorhin nicht so ganz. Ich glaube, ich hatte auch recht, als ich gesehen habe, wie du dich gefreut hast. Nein, das war nur mit dem Viererwasser, ehrlich. Aber ich glaube, ich gehe wirklich zu Nico. Ja! Geil! Ich freue mich mega. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ciao! Nochmal ein Riesenapplaus, macht Lärm! Ciao, ciao, lasst uns feiern, wir sehen uns gleich.